Was mache ich denn dann hiermit? Wem soll ich das denn dann bringen? Oder packen wir sie ins Fridge Pallet, um das auszuprobieren? Wird sie automatisch ins Fridge Pallet gepackt? Ah, das ist irgendwie viel zu casual gedacht, aber naja. Ist halt wie es ist. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Graveyard Keeper. Wir sind jetzt auf dem Weg zu unserem Weinstock mit Hopsfeld da oben, unsere Reben, die wir anpflanzen wollen oder beziehungsweise abernten wollen und dann wieder neu anpflanzen wollen. Und bald müssten wir dann auch schon Wein machen können. Und was wir dann alles mit Wein herstellen können, werden wir dann auch noch sehen. Ich weiß, wir brauchten Wein für das Cookbook, habe ich letztens gesehen. Warum auch immer. Warum auch immer gerade Wein. Aber nichtsdestotrotz müssen wir hier erstmal überall Fertilizer anpflanzen. Und danach die Samen selber. Wir könnten eigentlich das Feld auch mal aufstocken, weil so langsam gehen uns, glaube ich, die Felder aus. Aber ja, das ist ein Problem für wann anders. Hier pflanzen wir jetzt erstmal die ganzen Seeds an. Schauen mal, was wir noch so großartig haben. Und Grape Seeds können wir auch anpflanzen. Ja, aber das, was wir in erster Linie brauchen für unseren, ja, für, vor allem für unsere Bierherstellung, ist Weizen. Da sind wir auch gerade schon schön zugange. Unser Zombie ist fleißig am Craften. Aber wir selber haben jetzt auch noch ein bisschen zusätzlich angepflanzt, damit es einfach schneller geht und wir noch mehr erhalten. Wir brauchen noch einfach mehr Zombie-Farm. Dann können die ganzen Seeds erstmal wieder hier rein. Wir hätten ja auch überlegt, ob wir eine Zombie, nicht Winery, aber so ein Vineyard machen, wo die Zombies dann oben eben auch den Weizen, nicht den Weizen, den das Hops automatisch abernten können. Dafür müssten wir auch eigentlich schon genug Seeds haben. Aber dafür müssten wir oben noch eine Truhe hinbauen. So, wir haben noch nicht genug Wein, weil wir jetzt irgendwie Silberqualität Wein haben. Für einen Eimer. Ich glaube, wir brauchen 15 Stück, oder? Also wir brauchen 2 Eimer für Wein generell. Und wir brauchen 15 für einen Eimer. Ja. Aber wir können auf jeden Fall ein bisschen Bier anschmeißen. Und dann machen wir natürlich das Goldqualitätsbier, weil warum nicht? Warum sollte man das Weizen nicht auch für das Beste ausgeben, was wir haben? Ja, ansonsten begeben wir uns mal schnell in die Stadt zum Astrologer, bevor der Tag rum ist. Und dann könnten wir eigentlich mal gucken, dass wir noch ein paar Leichen hergekarrt bekommen, um da auch mehr Sachen zu ernten. Also vor allen Dingen Fleisch für die Burger, Blut wie immer auch. Und naja, wenn wir das Fleisch abnehmen, müssen wir mal gucken, ob es noch, dann noch so gut ist, die einzubuddeln. Ansonsten können wir sie halt auch einfach verbrennen. Aber wir können den Friedhof halt auch aufwerten, um noch ein bisschen mehr Geld durch die Kirche zu bekommen. Ja, wir schauen einfach mal. Hallo, Herr Astrologer, ich habe leider schlechte Nachrichten. Tell him about Miss Charm. Well, I told her I might know who her father is. How did you take it? Let's say she wasn't excited. She told me that you never tried to find her. You left her mother? It's all true. Still, maybe I could somehow earn her gift. If I find out anything, you'll be the first person to know. Warum haben wir das nicht direkt gebracht? Oh, thank you, young man. You're so kind. Aber hey, jetzt können wir ihn über die Sachen hier fragen. Take the calculations. Danke dafür. About the 3 parts of the barrel. You promised to tell me about the items I'm looking for. I think I saw the necklace with a blood sapphire Esmeralda has won. She found it lying on the ground the morning after Great Blast. I think she gave it to her daughter. Maybe lots of rocks and other strange things were scattered around Witch Hill after that blast. There were a lot of fires, a lot of destruction. I never saw my friend the graveyard keeper after that night. But I like Esmeralda. I found something strange. A measuring instrument near an archaeological dig site. I think it may be your golden angle. Where is it now? I left it in a camp at the mountain fort. With my other belongings, we left the camp in quite a hurry. I think it should be there. I doubt anyone would be brazen enough to break the seal of the Royal University. Okay, aber zum Mountain Fort kommen wir noch nicht hin, oder? Das ist hier oben irgendwo. Hier so. Wenn ich mich richtig erinnere. Naja.
Was haben wir bekommen? Wir haben die Sachen für die Mill bekommen. Wir könnten gucken, ob wir da noch rechtzeitig hinkommen. Und dann kann uns der Miller nämlich schon mal sagen, was er haben braucht für seine Mill. Also was wir mitbringen sollen. Und dann könnten wir das am nächsten Tag besorgen. Aber ja, wir schauen mal. Es wird wieder sehr knapp. Miller, warte! Ah, ich habe ihn noch bekommen. I get so tired without any work to do. Okay. Was mache ich denn dann hiermit? Wem soll ich das denn dann bringen? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wen ich das bringen soll. Ich habe das jetzt, aber... I don't know. Wem soll ich denn jetzt die Calculations bringen? Hier steht ja auch nichts dran. Paper with Calculations. Und in 2 Wochen habe ich schon wieder vergessen, was für Calculations. Keine Ahnung, dem Schmied, dem Farmer, Cory, dem Logger. I don't know. Wenn da wenigstens irgendwelche Instructions drauf wären. Naja, wir haben auf jeden Fall wieder ein paar blaue Punkte zusammen bekommen. Ich weiß noch nicht, ob wir damit jetzt schon irgendwas anfangen können. Wir können gleich mal gucken. Das Bier ist fertig, da können wir direkt was nachlegen. Das Papier packen wir erstmal hier rein. I don't know. Hier sind Quest-Items und Papier und so ein Zeug. Technologies, was haben wir denn so? Writing-Tricks. Ja, damit würden wir bessere Sachen machen. Mit der Writer's Inspiration wahrscheinlich auch. Ich weiß noch nicht, ob das irgendwas bringt. Was haben wir denn sonst noch so? Den Zombie-Vineyard, das wäre eine Option. Oder Strong Alcohol. Ich weiß nicht, was wir dafür brauchen, aber das brauchen wir auf jeden Fall auch für eine Quest. Ich glaube, das wäre erstmal eine gute Option. Dann können wir da vielleicht ein bisschen weiterkommen. Und dann gucken wir mal. Ich weiß jetzt nicht, wo wir das genau machen. Entweder im Fass. Anscheinend nicht. Dann wahrscheinlich hier an der Brewery. Und dann müssen wir jetzt erstmal warten, bis das Bier fertig ist. Was wären dann noch andere Optionen, die wir machen können? Ich glaube, das nächste ist echt der Zombie Vineyard. Und ansonsten... Embalming vielleicht, aber die Zombies müssen nicht unbedingt schneller arbeiten. I don't know. Vielleicht Anatomy 2. Vielleicht kriegen wir einen neuen Preparation Place. Ein Double Pallet. Dann können wir 2 Corpses gleichzeitig lagern. Ich weiß halt nicht, ob die da weniger vergammeln oder so. Schwierig. Wir können natürlich auch Stahlsachen machen. Das wäre vielleicht eine Option, weil wir hier auch sehr viele rote Punkte für ausgeben können. Ohne viele blaue dafür ausgeben zu müssen. Auf der anderen Seite weiß ich auch gerade noch nicht, was mir das bringt. Ich könnte hier halt auch Precious Materials machen, Related Ores und so. Aber wie gesagt, was bringt mir das? Tricks of the Trade, was macht das denn? Da sind Sachen mehr productive, okay, aber... Das brauche ich halt alles irgendwie noch nicht. Deswegen, I don't know. Also entweder Embalming wäre wahrscheinlich ein guter Schritt. Oder was war das andere, was ich gerade hatte? Der Reparation Place. War der nicht auch hier? Wir könnten natürlich auch hier in die Marmorproduktion gehen. Das wäre vielleicht was. Aber dafür brauchen wir auch richtig... Dafür brauchen wir wirklich richtig viele blaue Punkte, ist das Problem. Ach, Anatomy, das war das. Dafür brauchen wir 30 blaue Punkte. Ja gut, schauen wir mal demnächst. Ich wollte auch gucken, wenn ich mit Steinen arbeite... Ich meine, das hätte auch blaue Punkte gegeben. Wenn wir Grabsteine und sowas machen. Wo machen wir das nochmal? Hier? Hier machen wir nur die hölzernen. Aber doch nicht hier, oder? Doch, anscheinend schon. Wie viele blaue Punkte gibt das, wenn ich hier so einen Grabstein mache? Komm, arbeite da dran. Ich weiß, du willst es. Kommst du nicht dran. So. Das gibt auch keine blauen Punkte. Dann ist das nur mit Marmor, glaube ich. Im Wald Marmorschisseln und so, aber... Ich glaube, ein guter Schritt ist erstmal ein paar Leichen mehr anzufordern. Da haben wir auch ein bisschen was zu tun. Das heißt, wir schnappen uns unsere Karotten. Wir können ja einfach mal 50 Stück nehmen oder so. Dann kommen erstmal ein paar Leichen an. Und wenn wir nichts mit den Leichen anzufangen wissen... Dann können wir sie immer noch verbrennen. Also wie gesagt, mindestens das Fleisch und das Blut können wir ihnen ja entnehmen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, es wäre ein guter Schachzug, schon mal ein paar Grabsteine herzustellen. Einfach aus dem Grund... Also
Also wir können erstmal ein paar Pieces of Stone machen. Einfach aus dem Grund, naja, einerseits wird uns Stein hier sowieso geliefert und andererseits haben wir dann auf jeden Fall schon mal was, wie wir die dekorieren können. Das kostet aber auch sehr viel Energie. Aber gut, nutzen wir jetzt die Zeit und gehen erstmal rüber in die Kirche und behalten ein Gebet ab. Und danach können wir uns schlafen legen. Prayer of Faith. Kraft. I'd like to say a few words, wie jede Woche. Our church is wunderbar. Nice. Now let us pray for this blessing. Ja, ja. Very nice, okay. Vielen Dank für your face. Great ceremony. Give me any pleasure. Tja. Ein bisschen Geld, was zusammenkommt, schnappen wir uns. Packen das Faith hier rein. Ja. Da habe ich wieder ein bisschen besseres Gewissen, dass ich so viel Faith ausgegeben habe. Es wird ja auch wieder schnell akkumuliert. Wir kriegen pro Woche jetzt praktisch 16 Stück, wenn wir das Burger Festival da mithalten. Also mitzählen. Die Verbrennung. I'm so refreshed. So, Miss Charm wird morgen wieder kommen. Das heißt, da müssen wir dann einmal nachfragen, was wir denn tun können, damit sie ihrem Vater vergibt. Auch wenn das nicht unbedingt nötig ist. Ich meine, wir haben ja jetzt schon alles vom Astrologer, was wir haben wollen. Aha, das gibt... Die Fenster geben blaue Punkte interessanterweise, aber die Gravestones nicht. Das ist ja merkwürdig. Na, legen wir uns ein weiteres Mal schlafen. Dann machen wir noch einen Gravestone und bringen die dann schon mal rüber zur Kirche. Und dann... Weiß ich auch nicht. Dann gehen wir wahrscheinlich zu Miss Charm. I'm so refreshed und sprechen mal mit ihr. Mal sehen, was sie zu sagen hat. Nee, ich muss noch einen Gravestone machen. So, hier schön in den Trunk einlagern. Zack, 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 zack. Ja, ansonsten würde ich echt mal sagen, lasst uns auf Marmor hinarbeiten. Weil das wäre ja schon cool, wenn wir die Corps, aber da müssten wir auch ein... Okay, da müssten wir auf jeden Fall... Okay, wir machen erstmal Embalming und gucken mal, was das für die Corpses bringt. Und auch für Embalming 2 könnten wir auch direkt anlocken. Und warum nicht? Wenn wir schon mal dabei sind. Da kriegen wir auch einen Fridge Pallet. Das heißt, wir können Leichen eventuell auch erstmal lagern. Wir bräuchten auch die Embalming Liquids. Also die normalen Liquids haben wir schon, zumindest das Rezept. Ich weiß noch nicht, wie wir die herstellen, das müssen wir mal gucken. Ja, wir gucken auch erstmal hier, wie wir jetzt die Sachen produzieren. Wo brauchen wir Steel Parts? Habe ich das jetzt schon? Nee, habe ich noch nicht erforscht. Das heißt, und für das Fridge-Ding brauchen wir nicht viel. Das könnten wir eigentlich machen. Was ist denn ein Mortuary Rack? Da können wir alle Embalming-Sachen reinpacken. Okay. Ja, dann bringen wir jetzt erstmal ein paar Nägel, ein paar Wooden Planks, ein paar Flitches und ein paar Iron Parts mit. Ich glaube, wir haben nicht genug Eisen dafür. Aber keine Ahnung, wir müssen schauen. Hiervon brauchen wir 10 Stück. Das kriegen wir gerade so hin. Ich weiß nicht, wie viele Nägel wir noch haben. Da habe ich auch nicht drauf geachtet, wie viele wir davon brauchen. Aber das schauen wir auch mal. So, die Iron Parts, Nägel. Haben wir 18 Stück, das müsste reichen. Wooden Planks haben wir genug und Flitches weiß ich nicht. Ja, doch, müssten reichen. Ich meine, 12 Stück braucht man. Ich will ja nicht mehr als eins machen. Dann schauen wir doch mal. Ein Embalming Table. Der kann hier unten am besten hin. Wahrscheinlich ganz praktisch. Und dann noch ein Fridge Pallet. Das ja hier oben hin kann, wo die Leichen auch kommen. Müsste ich jetzt aufbauen. Ich kann mir die restliche Energie noch ausgeben dafür. Das könnte sogar reichen. Ich weiß nicht, ob für beides, aber hierfür auf jeden Fall. Jetzt können wir auch insgesamt 3 Leichen lagern. Und hier reicht es gerade so nicht. Wow. Aber ich habe...
Also, ich hatte auch schon mal die Energie komplett leer. Und das Aufbauen kostet eine Energie. Das heißt, ich habe hier gerade weniger als eine Energie. Aber wo bitte gebe ich denn Bruchzahlen an Energie aus? Also es gibt anscheinend Sachen, die nicht volle Energiepunkte kosten, sondern nur Fractions davon. Sehr merkwürdig. Naja, wir müssen jetzt auf jeden Fall noch zu Miss Charm. I'm so refreshed. Und dann dürfte wahrscheinlich gleich auch schon eine Leiche kommen. Also der Esel ist ja gestern nicht gekommen. Das könnte aber auch daran liegen, dass ich gestern erst die Möhrchen reingepackt habe. Aber ich meine, an dem Tag des Gebets arbeitet er sowieso nicht. Und heute müsste er dann eigentlich eine liefern. Aber egal, fragen wir erstmal Miss Charm, ob sie irgendwie ihrem Vater vergibt. Warum wir das auch immer tun. Aber früher oder später wollen wir bestimmt eh was vom Astrologer. Guten Tag. Hallo, Darling. How can I help you? Okay, wir können anscheinend nicht mit ihr sprechen. Aber wir brauchen die Papers von Alisa. Da ist die Leiche. Da gehen wir dann auch direkt mal hinten und machen die fertig. Oder packen wir sie ins Fridge Pallet, um das auszuprobieren? Wird sie automatisch ins Fridge Pallet gepackt? I don't know. Wir werden sehen. Wir haben halt auch noch eine Leiche hier auf dem Tisch liegen. Ich weiß gar nicht, was wir damit anfangen wollen. Aber wir machen auch erstmal hier den Embalming Table fertig. Ne, sie wird nicht automatisch da reingepackt. Hätte mich auch gewundert. Aber wir können sie erstmal da reinpacken, weil da dürfte anscheinend nichts mit ihr passieren. Und was ist mit ihm hier? Der ist komplett vergammelt. Ich meine, dann können wir auch das Fleisch entnehmen. Und die komische Schale, die der da in seinem Körper drin hat. Ich weiß noch nicht, wofür die gut sind, aber warum nicht? Die sind ja selten. Ja, die werden wir dann wohl eher verbrennen, würde ich mal sagen. Aber wie funktioniert das denn hier mit dem Embalming überhaupt? Wir haben nichts zum Embalmen, logischerweise. Aber ich meine, das könnten wir hier am Alchemietisch herstellen. Ich glaube, wir hatten davon schon ein Rezept, oder? Embalming Liquids? Nicht? Okay. Wo wird das denn hergestellt? Crafted at Embalming... Ach. Oder an der Church Workbench? Ist das hier nicht die Church Workbench? Hier sind nämlich die Embalming Liquids. Wir haben eine Acid Injection. Okay, hier steht nur Modify its Characteristics, aber in welcher Form denn? Außerdem brauchen wir dafür Acid oder Alkali. Das haben wir beides nicht. Was weiß ich, wie wir das schon wieder herbekommen? Das sind ja genau das Gegenteil. Alkali ist ja eine Lauge, während Acid halt die Säure ist. Aber hier steht ja was von, dass das hier auch gecraftet wird, aber hier wird es ja nur verwendet. Na egal. Kommen wir erstmal mit, wir verbrennen dich. Und dann können wir die andere Leiche auch direkt abhandeln, weil was soll die jetzt so großartig lange da im Dings liegen. So, dann packen wir ihn hier drauf und machen ihn fertig. Der hat sehr viele schlechte Sachen. Das ist nicht gut für unseren Friedhof. Und jetzt hat er noch mehr schlechte Sachen. Ich meine, I don't know. Den Schädel können wir dann auch rausnehmen, weil den können wir gebrauchen, um da hinten irgendwas aufzubauen. Das hat es noch schlimmer gemacht. Die anderen Sachen will ich, glaube ich, erstmal nicht haben. Wir können hier eh unendlich viele Leichen holen. Also, falls wir mal irgendwas brauchen, wir haben ja schon sehr viele Sachen, können wir das hier auch anders handhaben. Aber für unseren Friedhof wollen wir erstmal nur gute Leichen. Ja, dann kommt Blut hier rein. Salz und Asche können wir auch hier rein tun. Das Fleisch bringen wir nach oben für die Burger. Ah, das ist irgendwie viel zu casual gedacht, aber naja. Ist halt wie es ist. Ich weiß nicht, wo wir die Schädel haben. Haben wir die überhaupt hier unten irgendwo drin? Anscheinend nicht. Wie sieht's mit der Sinchart aus? Die haben wir hier drin. Dann kommt die auch hier rein. So, Fleisch kann hier rein. Können wir dann demnächst fertig machen. Und hier kommt der Schädel rein. Wir haben jetzt schon 6 Schädel wieder. Ich glaube, wir brauchen nur 5 für so eine Kolumne da unten. Und ja, ich weiß wie gesagt immer noch nicht, was es bringt. Aber ich bin auch gespannt darauf, es herauszufinden. So, die ganzen Materialien können hier rein. Dann legen wir uns erstmal schlafen. Und machen dann wahrscheinlich auch erstmal wieder Pause. Nächstes Mal müssen wir dann den Merchant auf jeden Fall besuchen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja.
I'm so refreshed. Und ja, damit bedanke ich mich wie immer wieder fürs Reinschalten. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen wunderschönen Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal. Der Graveyard Keeper. Bis dahin. Bye bye.